Ich grüße euch und heiße euch wieder herzlich willkommen. Heute berichten wir über VGC Videogame Podcast. Und zwar gibt es hier einen Artikel, den habe ich gefunden. Und zwar Sega sagt, dass Creative Assembly nach der Absage von Jenas zu den Genries verkennen wird, die es am besten kennt. Und das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal positiv. Nichtsdestotrotz sind einige Fehlerchen gemacht worden und darauf gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Der Entwickler Creative Assembly hat vorgeschlagen, das Spiel aufgrund ehrgeiziger Pläne und starker Konkurrenz im Bereich der Multiplayer-Shooter abzusagen. Mein Kommentar dazu, das Spiel war fast fertig. Ich weiß nicht, ob es da nicht sogar besser gewesen wäre, das noch rauszuhauen. Na gut, aber ich bin nicht Sega und ich bin der Creative Assembly. Bei deinem Text. Während einer Präsentation zu den Finanzereignissen in diesem Monat erklärte Haruki Satomi, Präsident und CEO der Sega Sammy Holdings, jedoch, dass der Entwickler an einem Genji arbeite, das er nicht gut genug kenne, was zur Annullierung des Spiels und zu einer Reihe von Entlassungen geführt habe. Ich wiederhole nochmal. Jedoch, dass der Entwickler an einem Genji arbeite, das er nicht gut genug kenne. Ja, und trotzdem hat man ihm die Arbeit übertragen. Und das ganze Projekt ist schiefgegangen. Man hat das Game jetzt eingestellt. Das soll jetzt angeblich verkauft werden an irgendwelche anderen Firmen. Angeblich haben sich da irgendwelche Chinesen gemeldet oder haben da ihr Interesse bekundet. Ich meine, ist natürlich gut, wenn sie den, wenn sie Hyenas noch loswerden. Na, das wäre natürlich das Beste. Aber nichtsdestotrotz war das eben halt ein riesiges Debakel. Und die Leidtragenden sind natürlich die Mitarbeiter. Ja? Die großen Bosse, die blieben verschont. Ja, es ist leider so, wie es immer ist in der Realität, der Dumme ist immer der Kleine. Na? Ist halt so. Jedes Studio hat seine eigenen Stärken und Schwächen, aber die günstigen Winde der frühen Covid-19-Zeit gepaart mit der starken Leistung des Titels veranlassen uns zu einer Strategie der stärkeren Beschleunigung, ja, also Corona-Zeit ausnutzen, selbst in Bereichen, in denen diese Studios es noch nicht versucht haben, noch für weiteres Wachstum zu sorgen. Ja, die Übersetzung hier am Schluss ist ein bisschen merkwürdig. Also man wollte einfach schnell mehr produzieren und mehr raushauen. Man wollte einfach, wie es hier eigentlich auch direkt steht, man wollte mehr Wachstum, ne? Man wollte einfach mehr Geld scheffeln. Und dabei hat man völlig außer Acht gelassen, dass Creative Assembly kein Studio ist für FPS-Multiplayer-Shooter. Das war denen egal. Ja, macht mal jetzt. Wir müssen jetzt das und das raushauen und das und das. Die Leute sitzen alle zu Hause während der Corona-Zeit. Da müssen wir jetzt ein bisschen Feuer, ein bisschen Gas geben. Ist an sich eigentlich auch ein richtiger Gedanke. Aber man muss dazu sagen, dann hätten sie es tun müssen mit Sachen, in denen sie sich auskennen. Wie zum Beispiel neue Total War, historische Titel, wovon die Community ja auch schon jahrelang träumt, ne, von Empire 2 oder Medieval 3 oder mit irgendwas Geiles, Historisches. Und natürlich auch für Total War Warhammer DLCs. Wir erinnern uns zurück, Total War Warhammer 3 kam ja auch raus. War allerdings dann, jetzt ergibt das eigentlich alles auch Sinn, meiner Meinung nach. War allerdings dann auch so früh rausgehauen worden, wegen der Corona-Zeit. Ja, denn eigentlich war Total War Warhammer 3 ja noch nicht fertig. Die Performance war ja scheiße, das Game war verbuggt. Es gab nur eine Kampagne, die Reiche des Chaos-Kampagne. Und war dann, so gesehen noch gar nicht fertig. Ja, aber macht mal schnell, macht mal schnell, macht mal schnell, ja. So war das eben halt die Lage. Und das ist dann so eben halt der Punkt, wo dann die Finanzbosse den klaren Überblick verlieren. Ja? Die denken dann einfach, ja, wir müssen das und das und das jetzt raushauen. Wie gesagt, ist ja auch gar nicht verkehrt, aber dennoch muss man das raushauen, was man auch gut kann.
Ja, oder was die Studios gut können in diesem Fall. So, einige Studios schnitten jedoch gut ab, andere nicht. Wen wundert's? Deshalb haben wir beschlossen, uns wieder auf die Stärken unseres Studios zu konzentrieren. Wow. Welche Erkenntnis. Um es einfach auszudrücken, Creative Assembly war gut in Offline-Spielen mit RTS-Genji, aber sie stellten sich der Herausforderung, jenes zu entwickeln, ein Online-Spiel im FPS-Genji. Ich an Creative Assembly hätte das natürlich nicht gemacht. Ja. Obwohl das Spiel selbst gut war, haben wir beschlossen, die Entwicklung von Jenes abzubrechen, da wir nicht glaubten, dass es eine gute Qualität erreichen würde, die unsere Benutzer zufriedenstellen würde. Als wir überlegten, ob wir es wirklich lange als kompetitives Online-Spiel betreiben könnten, von der Zeitspanne her. Ja, das, ich muss zu diesen beiden Absätzen sagen, das sind alles wirklich tolle, glorreiche Erkenntnisse, die eigentlich seit der Gründung des Studios von Creative Assembly bekannt sind. Und das jetzt hier so raus zu posaunen, ja, die machen jetzt wieder das Gute, was sie können und so. Und das ist ein Bullshit, weil es ist klar, was Creative Assembly gut kann. Und damit meine ich nicht die Saga-Titel. So, die Frage- und Antwortrunde ging allerdings noch weiter. Im Rahmen des Strukturreformprozesses mit Schwerpunkt auf Creative Assembly antwortete er, beabsichtigen wir, den Arbeitsablauf zu optimieren und ihre Ressourcen auf die Entwicklung ihrer Spezialgenre zu konzentrieren, hat er jetzt hier gesagt. Also, ja, das ist natürlich etwas Spezielles, was Creative Assembly jahrelang RTS-Games produziert hat. Ne? Ja, ist schon was Spezielles. Haben sie ja sonst nicht gemacht. Berichte nach der Absage des Spiels deuteten darauf hin, dass die Mitarbeiter von Creative Assembly mit der Entwicklung unzufrieden waren. Wen wundert's? Einige Quellen behaupteten, dass mangelnde Richtung, störende Engine-Änderungen und übervorsichtiges Design zum Scheitern des Spiels beigetragen hätten. Kann ich jetzt persönlich wenig zu sagen. Ich kann nur was zu störende Engine-Änderungen sagen. Und zwar ist ja bekannt geworden durch die ganzen Leaks jetzt, dass man nicht genug in Technik und Game Engine investiert hat. Das soll sich ja jetzt angeblich ändern. Ich hoffe, das ändert sich wirklich. Und das sind halt auch immer wieder so Sachen, die bei Total War Warhammer 3 auffallen, ja. Weil sie hauen oft, nur was heißt oft, also wenn sie einen großen Patch raushauen, dann müssen sie danach erstmal nachfixen und es sind halt jedoch immer sehr, sehr viele Bugs. Also Total War Warhammer 3 ist sehr verbuggt. Es ist jetzt allerdings auch nicht unspielbar. Das muss man ja auch dazu sagen. Wenn ich jetzt die Entwicklung zurückblicke von Release bis jetzt, dann ist es wirklich ein großer Fortschritt. Aber es zeigt sich doch, dass es einige Risse gibt in diesem Spiel oder beziehungsweise in den Gameplay-Codes. Ja, da sind einige Risse, da ist nicht alles in der Entwicklung gut gelaufen. Und die Leidtragenden sind jetzt natürlich wir. Ja? Wir müssen jetzt mit diesem verbackten Spiel leben. Es ist aber zum Glück nicht zu verbackt. Ja, es gibt immer wieder Debakel nach Patches, das ist klar. Aber dabei müssen wir jetzt einfach leben. Ja, wir müssen damit leben, weil sie halt nicht gut genug in die Entwicklung investiert haben. Und in die Technik und in die Spielengine. Ja, das ist leider so. Aber ich möchte dennoch erwähnen, dass trotzdem Total War Warhammer 3 immer noch ein schönes Spiel ist, das sehr, sehr viel Spaß macht. Auch wenn man nie alles beheben kann in dem Spiel oder man wird nicht alles beheben können, das ist leider so. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Entwicklung von Release bis jetzt, die ist schon gut. Aber da muss natürlich noch mehr kommen, ja, und das wird noch viele, viele Jahre dauern, bis das Spiel, wie soll ich sagen, etwas reibungsloser läuft.
Gut, damit wären wir am Ende. Hinterlasst mir gerne ein Like und ein Abo, wenn ihr mögt, ja. Lasst auch gerne den Like-Button knallen. Und damit sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.